Zuerst eine sehr persönliche Frage an Sie. Sie sind ja auch eine Kennerin des Adelshauses aus Großbritannien. Wie haben Sie von der Nachricht erfahren, dass Queen Elizabeth II. Gestorben ist? Ja, also gestern, wir haben gedacht den ganzen Tag, dass sowas kommen könnte. Die Frage war nur, wann oder ob heute sogar. Daher war ich dann schon sehr nah schauen am britischen Fernsehen, ob Nachrichten oder was Neues passiert ist. Also das war irgendwie zu erwarten. Aber man muss schon sagen, es ist irgendwie so ein Tag, man hat gewusst, er wird kommen, wenn jemand 96 Jahre alt ist, aber dann schiebt man es doch so vor sich hin. Also für uns alle war es so, die Queen war einfach da, sie war wie ein Monument. Das ist jetzt so, als würde jetzt Paris nicht mehr den Eiffelturm haben oder Wien nicht mehr den Stephansdom. Was hinterlässt die Queen? Ja, ich glaube, also man wollte das nicht im Laufe des Tages gestern richtig so glauben. Man hat gedacht, oh, vielleicht haben sie sich erholen, vielleicht doch. Aber irgendwie innerlich hat man gewusst, das geht nicht mehr und dieser Tag ist gekommen. Sie war natürlich, solange man sich erinnern könnte, für viele Briten immer da. Und da hat man gedacht, sie wird immer da sein. Aber das war natürlich nicht damit zu rechnen. Aber ein unglaubliches Leben. Sie kannte ja noch Winston Churchill persönlich. Das muss man sich mal vorstellen. Was die für Persönlichkeiten gesehen hat und was für ein langes, erfülltes Leben sie hatte mit 96 Jahren. Das ist wirklich auch ein Moment, wo man auch dankbar sein muss. Sie war ja wirklich ein Anker der Nation. Sie hat ja Großbritannien zusammengehalten. Sie war auch irgendwie eine Institution für alle. Wenn sie jetzt wegfällt, würde das bedeuten, dass vielleicht der Commonwealth of Nations vielleicht zerbricht, Australien, Neuseeland, liebäugeln ja schon immer gerne, dass sie ausscheren möchten. Ja, also solche Fragen hat man irgendwie mit dem gespielt, aber man hat irgendwie alles verschoben, aus Respekt eben vor dieser Ikone. Und jetzt, die werden schon vielleicht mit Abstand nach dem Begräbnis diskutiert in den Commonwealth-Ländern. Also das ist schon eine Bewegung im Gange. Barbados hat sich entschieden, dass der Staatsoberhaupt in London irgendwie keinen Sinn macht. Und Jamaika überlegt das auch. Und dann kommt damit auch eine Diskussion über die imperiale Vergangenheit, über Rassismus, über Sklaverei, vielleicht Entschädigung. Es gibt dann viele Ansprüche und es gibt nicht nur Begeisterung in diesen Ländern über die Monarchie. Natürlich, jeder hat fast Respekt vor Elizabeth II. Aber jetzt ist es anders. Bleiben wir kurz in Großbritannien. In den vergangenen Jahren hat es immer wieder die Diskussionen über Schottland gegeben, die Unabhängigkeit von Schottland. Man hat jetzt auch das Gefühl gehabt, aus Respekt vor der Queen und eben auch wegen diesem Jubilee-Weekend, was wir da im Juni hatten mit dem 70-jährigen Thronjubiläum, ist es ein bisschen vertagt. Kommt das jetzt wieder aufs Tablet, dass Schottland vielleicht unabhängig werden möchte und dass jetzt ja, also dieses Thema, Donut wieder schärfer wird? Dieses Thema war ohnehin da. Also das hat nicht wirklich mit der Königin zu tun. Also Schottland plant sowieso nächstes Jahr, vielleicht nicht verfassungskonform oder vielleicht doch, ein Referendum über die Unabhängigkeit. Die Frage ist, sie haben 2014 auch ein Referendum gehabt und die Mehrheit hat sich dagegen gestimmt. Die Frage ist, im Falle einer Unabhängigkeit, ein unabhängiges Schottland, würden sie auch der Monarch als Staatsoberhaupt haben? Werden sie ein Teil dieser Monarchie sein? 2014 haben sie gesagt, wir wollen keine Änderung. Aber wenn es dann in Zukunft passieren würde, vielleicht werden sie das anders sehen. Das könnte eine Änderung geben, aber wir wissen noch nicht. So brutal der Satz klingt, the Queen is dead, long lives the King. Die Königin ist tot, lang lebe der König. Prinz Charles ist tatsächlich jetzt King Charles III. Und das muss man sich erst gewöhnen. Was wird er für ein König? Wie wird er das Amt anlegen? Ich glaube, er hat zwei verschiedene Aufgaben, die nicht unbedingt zusammenpassen. Kontinuität, Stabilität und doch Änderung und auch innovativ sein. Weil eigentlich in den letzten Zeit die Monarchie wirkt ein bisschen altmodisch, nicht ganz zeitgemäß. Es ist seine Aufgabe, eine große Herausforderung zu zeigen, es wird sich nicht ändern, aber doch ändern. Ja, das ist eine Gratwanderung.
Wanderung. Und es soll kostengünstig sein, weil ja, viele stehen vor der Armut heuer im Winter. Diese Themen sind jetzt auch vertagt. 10 Tage wird es ja wird nicht gearbeitet im Parlament, das sagt das Protokoll, darauf wollen wir dann gleich noch zu sprechen kommen. Aber wird Charles vielleicht nur ein Übergangskönig werden, weil viele wünschen sich ja William und William wird dann auch wahrscheinlich der ganz große Reformer werden, der das alles neu auslegt. Ist er nur ein Übergangskönig? Aber Gene lang zurückgehen hätte er ja. Also der Philipp ist ja 99 geworden, sein Vater, die Queen ja. 96, also da würden sich schon einige Jahrzehnte ausgehen. Wie sehen Sie das? Ja, also man kann sich einen Monarch nicht wünschen. Es ist nicht so eine Demokratie, wo man irgendwas wählt oder abwählt. Die sind plötzlich da. Man kann es nicht aussuchen. Natürlich, Charles könnte ein langes Leben haben. Und wenn er darauf verzichten würde, als er lebt, dann ist ein sehr kompliziertes Verfahren, wo die Commonwealth-Länder auch befragt werden müssen und Parlamentsbeschlüsse beschließen müssen. Und das wäre auch nicht so einfach. Ich glaube, die Idee ist, dass man irgendwie das hält, wie es ist, solange es geht, und versuchen, irgendwie das Moderne zu gestalten. Und er wird sich wahrscheinlich, wie Sie auch schon gesagt haben, für den Klimaschutz massiv einsetzen. Das waren ja immer seine Steckenpferde. Er ist ja jetzt schon König. Mit dem Ableben seiner Mutter ist er King Charles III. Ist er sofort geworden. Aber wird es dann noch eine Krönung geben? Wann wird das passieren? Was sagt hier das Protokoll? Es gibt kein Protokoll. Man kann jederzeit eine Krönung haben. Mhm. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Vorbereitungen. Könnte 6 Monate oder ein Jahr dauern. Man kann sich vorstellen, das wird schon wieder ein Ereignis sein. Also eine Krönung, das ist die einzige Monarchie in Europa, die eine Krönung hat. Ich glaube, Norwegen hat das schon abgeschafft. Das ist eine religiöse Zeremonie. Bei der Gelegenheit dann Queen Consort Camilla wird auch offiziell dann die Königin an seiner Seite sein. Also es muss nicht sofort und stattfinden. Mhm. Es ist für Charles zu besprechen mit Beratern, wann könnte man sowas halten, wie viel Zeit braucht man. Weil Sie gerade Camilla angesprochen haben, auch das wäre noch sensationell. Während Lebzeiten hat ja die Queen tatsächlich festgelegt, dass Camilla den Namen, den Titel Queen tragen darf. Ja, wie das hat die Königin Elisabeth II. Schon geregelt. Aber wie wird eine Queen Camilla auftreten und wie wird eine Queen Camilla angenommen werden? Weil viele Britinnen und Briten wollten immer nur die Diana. Ja, noch einmal, man kann es nicht aussuchen. Ja. Man kann viele Wünsche im Leben haben, aber mit einer Monarchie geht das nicht. Und es ist ein Queen Consort. Es ist nicht ein Queen, die regiert. Also sie ist nicht ranghoch gleich mit Charles. Also ich glaube, sie wird genauso wie bis heute diese Funktion ausüben, diskret und diplomatisch. Blicken wir auf die Funktionen von William und Harry. William ist klar, ist denn jetzt nach Charles dann der nächste, sozusagen der Thronfolger, ganz genau. Ja. Aber Harry, er ist ja aus dem Familienverband ausgetreten und die Queen hat immer gesagt, zu Lebzeiten kann er, also wenn sie noch lebt, solange sie Regentin ist, kann er jederzeit zurückkommen in den Familienverband. Mhm. Nun ist die Queen verstorben. Wie wird das Charles auslegen? Wird Charles ihm auch noch die Tür offen halten oder ist Harry jetzt endgültig draußen? Das ist schwierig, weil in diesen Fernsehinterviews, die Harry und Meghan gegeben haben und verschiedene Statements, die haben schon irgendwie darauf hingedeutet, dass Charles kein guter König wäre. Ich glaube, Charles war nicht unbedingt geschmeichelt, hat sich nicht unbedingt geschmeichelt gefühlt. Aber vielleicht, man weiß, dass nicht allzu viele Mitglieder in der Königshaus, in Familie, kann so viele Funktionen ausüben. Er wird eine kleinere Monarchie haben und Harry ist ein Senior Royal. Vielleicht wird es eine bessere Beziehung geben in der Zukunft, aber ich glaube, sehr viele Brücken sind kaputt gegangen. Ich habe von mir gerade jetzt diesen Plan liegen, Operation London Bridge, der schon vor einiger Zeit ausgearbeitet wurde. Da hat man sich eben vorbereitet, wie die nächsten Tage ablaufen werden. Minutiös teilweise auch geplant im Falle, wenn die Queen stirbt. Das ist eben gestern leider Gottes passiert. Was sagt dieses Protokoll?
Was sagt dieser Plan? Ja, also das, es fängt an, also 10 Tage Trauer bis zum Staatsbegräbnis, der vermutlich am 19. September stattfinden wird. Also 10. Tage wäre Sonntag. Das ist dann ein Montag, Montag in einer Woche. Ja, genau. Und ja, es wird inzwischen dann natürlich die Bevölkerung die Möglichkeit haben, wenn der Sarg in London ist, vorbeizugehen. Es wird Schlangen von x Leute werden wahrscheinlich diesen Moment haben, beobachten. Und dann wird das Verfahren eingeleitet für das Staatsbegräbnis, also ähnlich wie wir gesehen haben voriges Jahr beim Prinz Philipp. Beim Prinz Philipp waren natürlich nicht so viele Staatsgäste anwesend, weil damals noch die Corona-Maßnahmen massiv waren. Die sind jetzt praktisch auch in Großbritannien kaum existent. Werden da bei der Verabschiedung der Queen dann auch große Politiker kommen? Joe Biden hat sich schon angekündigt, der US-Präsident Joe Biden, dass er eventuell auch teilnehmen wird. Werden weitere große Namen dazukommen? Ja, ich glaube, das wird, weil sie hat schon alle persönlich gekannt fast, ja, auch privat. Und die haben sie geschätzt, nicht nur als Monarchin oder Königin, sondern auch als Mensch, also für ihr Humor und wie sie mit Menschen umgegangen ist. Also es war nicht nur, dass man kommt, weil man diese Verpflichtung hat für ein Staatsoberhaupt in einem anderen Land, sondern weil sie wirklich sie geschätzt hat, für was sie getan hat und wie sie war als Mensch. Wie werden die kommenden Tage in Großbritannien ablaufen? Das Ableben von der Queen hinterlässt ja eine große Lücke auch bei den Britinnen und Briten. Es lässt keinen kalt. Wir haben auch unseren Reporter vor Ort in London, hat uns schon bewegende Bilder gezeigt. Die Leute fallen sich quasi in den Arm, trauern gemeinsam. Werden diese 10 Tage eine absolute Trauer sein oder feiert man auch die Queen, dass man sie so lange hatte und erfreut sich, dass sie so einen großartigen Dienst dem Staat erwiesen hat? Ja, das auch, sowohl als auch. Ja, es ist manchmal so beim Begräbnis, man zelebriert also auch das Leben, was ein Mensch getan hat ist nicht nur mit Trauer verbunden, sondern auch mit Dankbarkeit. Dass man diesen Mensch geschätzt hat und was für Pluspunkte die gehabt haben oder was für Dinge sie nicht so gut gemacht haben. Das ist eine ganz normale Prozedur. Wird es auch weiterhin dann der Fall sein, dass, wenn jetzt die Beerdigung stattfindet am 19., das soll dann ja ein nationaler Trauertag werden, es wird ein Feiertag werden, dass es dann generell in Großbritannien all die Jahre durchgehend ein Feiertag sein wird? Der Begräbnistag oder ist das ein einmaliger Feiertag, den es dann hier gibt? Normalerweise ein einmaliger, einmaliges Ereignis, aber ja, das kann man immer ändern. Das ist der Vorteil, wenn man keine Verfassung hat. Man kann irgendwie die Spielregeln ändern, je nachdem, wie man spürt, was ist der Wunsch unter der Bevölkerung. Aber es ist normalerweise nur einmal. Blicken wir jetzt auf die kommenden Wochen und Monate im Leben von König Charles III. Was kommt da nun auf die Britinnen und Briten zu? Die Münzen werden wahrscheinlich umgeprägt werden müssen, die Noten, die Banknoten mit seinem Konterfei gedruckt werden, die Hymne muss umgedichtet werden auf God Save the King. Wie wird das alles vonstatten gehen? Ja, aber das hat man auch gemacht in der Vergangenheit. Ja, wir haben immer God Save the King. Meine Eltern haben immer God Save the King und dann irgendwie korrekt, Anna, wir haben eine Königin. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir haben Zeit, also Münzen und Briefmarken oder was immer es gibt, neu. Die Noten, Banknoten wären gültig, also keine Angst, dass da plötzlich irgendwie diese Banknoten nicht gültig sind. Das wird auch einen Übergang geben, aber das hat man auch in der Vergangenheit gehabt. In der Vergangenheit, unter anderem auch nachdem Prinzess Diana verstorben ist, haben die Britinnen und Briten ja auch Heferl gedruckt mit ihrem Konterfei, dann mit den Lebzeiten, mit den Jahren, von denen sie gelebt hat. Wird man sowas bei der Queen auch erleben, dass dann Teller, Heferl etc. gedruckt werden, T-Shirts? Ist das auch eine Art der Trauer von Großbritannien, eine eigene Art der Trauer? Heferl sicherlich, glaube ich. Das hat man gehabt bei der letzten Krönung.
Und auch bei verschiedenen Jubiläum, so Ereignisse in der königlichen Familie, kann ich mich erinnern an so ziemlich große Häfen. Die sind kleiner geworden, glaube ich, im Laufe der Zeit. Aber sicherlich da so ein T-Shirt ist natürlich eine moderne Sache. Aber ja, warum nicht? Das ist auch ein Geschäft natürlich für viele in London, Souvenirs so anzubieten. Wir wahnsinnig viele Touristen kommen. Und nach der Corona-Zeit, das wird dann Hotels etc. gut tun. Blicken wir jetzt noch einmal ausführlich auf das Leben der Queen, vor allem auf ihre letzten Monate und Jahre. Im Frühjahr 2021 ist ihr geliebter Gemahl Philipp im Alter von 99 Jahren gestorben. Bis dahin galten die ja wirklich als Dreamteam. Er war ihr Fels in der Brandung. Wie sehr hat er das zugesetzt, dass ihr geliebter Gemahl verstorben ist? Ja, das hat man gesehen, also damals. Es war ein großer Verlust, weil sie konnte mit ihm sprechen, wahrscheinlich einer der Einzigen. Und auch irgendwie ja, einen Rat bekommen oder Kritik bekommen. Ja? Niemand wirklich so gern die Monarchin irgendwas vorwerfen. Aber ich glaube, Philipp könnte das natürlich Narrenfreiheit haben bei ihr. Und das ist im Leben von jedem also so ein Verlust nach so vielen Jahren zusammen. In den letzten Monaten hat man auch immer wieder gesehen, dass die Auftritte, die öffentlichen, immer weniger wurden von Queen Elizabeth II. Oft wurde dann nur tageweise entschieden, ob sie dann kommt oder nicht. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation von vor ein paar Wochen, wo eine U-Bahn-Linie, die nach ihr benannt wurde, war nicht klar, ob sie kommt. Und dann war sie auf einmal da bei der Eröffnung von der U-Bahn-Linie. Nun ist Queen Elizabeth von uns gegangen im Alter von 96 Jahren. Jetzt werden wir Charles erleben als King Charles III. Wird er sich auch so volksnah zeigen, weil die Queen ist ja in den vergangenen Jahren dann doch aufgetreten als die Großmutter der Nation. Ja. Wird diese Volksnähe und diese Liebe, die die Britinnen und Briten hatten zu ihrer Monarchin, auch Charles gegeben sein? Er wird das nicht automatisch bekommen, er muss sich daran arbeiten, aber ich glaube, er wird versuchen. Er hat gesehen, auch in einer schwierigen Zeit, was Diana wirken konnte. Und er weiß, dass William und auch Harry versuchen, volksnah zu sein. Und er hat verstanden, das ist natürlich, was man tun muss. Aber es wird nicht automatisch akzeptiert, also es muss dann gearbeitet werden. Und wie nimmt das Volk Charles generell wahr? Weil er war oft unbeliebt, speziell um die Causa Diana und dann rund um ihren Tod vor 25 Jahren. Aber in den vergangenen Jahren hat man dann doch das Gefühl gehabt, mit Camilla an seiner Seite ist eine gewisse Öffnung, da ein gewisser Wandel, so wie sich auch die Queen von der Iron Lady zur Großmutter der Nation gewandelt hat. Ja, ich glaube, also die Meinung, glaube ich, ist nach wie vor geteilt über Charles. Es gibt schon Anhänger, es gibt schon natürlich Monarchisten, die sagen, okay, er ist der König und das sollen wir akzeptieren. Aber es gibt viele Kritik und er muss dann schon zeigen, dass er das Vertrauen hat. Heute wird es laut Protokoll dann ein erstes Treffen mit der neuen Premierministerin Liz Truss geben. Am Abend wird dann es voraussichtlich eine Fernsehansprache geben von King Charles III. An die Nation. Die ersten Worte, die er dann persönlich an sein Volk richtet, was erwarten Sie hier? Also er hat sich ja schon bei Twitter zu Wort gemeldet, aber persönlich hat er noch nicht gesprochen. Was erwarten Sie denn hier? Ich glaube, er wird keine Grundsatzrede halten oder auftreten und sagen, wir müssen was für das Klimawandel tun. Aber natürlich eher an seine Mama und an die Königin erinnern. Also es wird eine Lobeshymne sein, eine Dankesrede an seine verstorbene Mutter. Das Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter, wie war das? Glaube ich, in der Vergangenheit oft schwierig, aber in der letzten Zeit, glaube ich, das war nicht so. Und konnte sie sich eigentlich auch mit Camilla arrangieren, also Queen Elizabeth II.? Ja, ich denke schon. Also vieles war in der Vergangenheit schwierig, aber es hat sich ein bisschen beruhigt, ja.
Blicken wir jetzt noch abschließend auf die Zeremonie der Beerdigung, die voraussichtlich Montag einer Woche stattfinden wird, am 19. September. Ja. Wie groß wird es? Wie wird das inszeniert werden? Es wird natürlich ein großes Ereignis, das ist keine Frage. Es wird ein Ereignis des 21. Jahrhunderts. Wie viele Personen werden Sie erwarten? Schaulustige, die kommen, die nach London reisen werden? Auch im Fernsehen Millionen. Das ist nicht abschätzbar. Also werden die Straßen noch größer gesäumt werden als bei diesem Jubilee-Weekend im Juni? Genau, ja. Und wird das dann ein Akt der absoluten Trauer sein oder auch wird man auch freudige Szenen sehen, dass wieder die Fahnen geschwungen werden von den Anhängerinnen und Anhängern? Also eher Trauer, glaube ich. Es ist kein Jubiläum, es ist ein Tag des Trauers. Wird es dann auch eine Fernsehübertragung geben? Ist die schon etwas bekannt? Wird das wieder groß im Fernsehen in Szene gesetzt werden? Wo wird dann abschließend Queen Elizabeth ihre letzte Ruhe finden? Ja, es wird dann in St. George's Chapel, wo ihr Vater begraben ist, und dann Prinz Philipp, der in einer Grabkammer derzeit ist, das wird dann verlegt.